So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, diverse Leute werden sich jetzt fragen, was ist denn hier los? Das sieht aber gar nicht aus wie mein Charakter und der heißt irgendwie auch ganz anders und der ist in der Gruppe. Das ist ja total komisch. Der Grund dafür ist, dass dieses wunderschöne Gesicht es geschafft hat, seine vorigen Aufnahmen einfach in die Mülltonne zu werfen, weil er sich dachte, ach, das Spiel macht so viel Spaß. Das kann ich ein zweites Mal einfach durchspielen. Ich habe es nicht mal durchgespielt, aber ich kann ja auch schon mal einen zweiten Charakter anfangen. So krass ist das. Entsprechend geht unten in der Beschreibung auf den Anmeldelink und meldet euch für dieses Spiel an, okay? Damn, Bruder. So viel Spaß hatte ich seit langem nicht mehr. Entsprechend gehen wir jetzt mit der eigentlichen Story weitermachen, damit ich mit meinem alten Charakter ganz schnell weiterspielen kann. Weil ich mit diesem zugegebenermaßen echt cuten Charakter enjoye ich sehr, habe ich sehr viel Spaß mit, aber ich möchte gerne meinen alten Charakter weiterspielen, weil ich mich mit dem einfach ein bisschen wohler fühle. Daher gehen wir mal los und schauen mal, was geht. Indem wir erst zur Thaumaturgen-Gilde gehen und das kurz machen. Das ist wichtiger, Alter. Das hat so Vorrang. Ihr glaubt nicht, wie viel Vorrang das hat, weil ich selber nicht mehr weiß, wie viel Vorrang das hat. Aber es ist besser auf jeden Fall. Es ist besser, es macht mehr Sinn. Der Ablauf ist entspannender. Und sobald wir das Jobquest haben, können wir uns darauf konzentrieren, die Hauptquest zu erledigen. Daher hat sich dieses wunderschöne Gesicht extra den Ätheriten vor dem Ding da geholt, damit er schnell hinwarpen kann und macht es jetzt trotzdem einfach nicht. Steffi fragt, brauchst du mich jetzt noch? Keine Ahnung, vielleicht, möglicherweise. Hilfe ist immer gut, glaube ich. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Wir werden das gleich rausfinden. Alles wird gut. Wir schaffen das. Zusammen ist alles gut. Spätestens, wenn ich meinen anderen Charakter spiele, dann brauche ich jede Hilfe, die ich kriegen kann. So, Kokobuki. Die Gefahr der Übermacht. Nehmen wir an. Komm, Musi. Der gähnende Abgrund ruft einmal mehr. Heute wird Kokobesi dich im Kapitel Die Gefahr der Übermacht unterrichten. Oh, snap. Bist du bereit für deine Lektion, Musi? Dann hör meine Worte. Oh, Gefahr der Übermacht. Oh, wie herrlich die einschüchternde Macht, die wir befehligen, noch ist. Flammen versengen die Luft, Eis gefriert den Boden und Blitze blenden mit ihrem gleißenden Licht. Aber nicht jeder lässt sich von der Gewalt der Elemente einschüchtern. Entzünde deine Flamme nicht, beschwöre kein Eis herauf und schlage nicht mit Blitz zu. Sei dir dieser Gefahr bewusst und bleib solchen Feinden fern. Wenn man mit all die Bilder... Was? Wenn man mal all die Bildersprache außen vor lässt, richtet sich dieser Abschnitt mit seinem Augenmerk auf eine wichtige Taktik. Ein weiser Thaumaturg stürzt sich nicht in die Schlacht gegen Gegner, die er nicht besiegen kann. Ein gutes Beispiel wäre die Vermeidung von Konflikten mit der Unmenge wütender Händler in Uldar. Die seelenlosen, gefräßigen Kreaturen sind von einer unersättlichen Habgier befallen. Erinnerst du dich noch an die Kiste mit Hatter, die du von den Amal-Jal-Banditen zurückerobert hast? Nun, ein paar wütende Haussierer sind hier in der Gilde aufgekreuzt und besaßen noch tatsächlich die Frechheit, eine Entschädigung für ein paar lumpige Fiolen zu verlangen, als wir unsere rechtmäßige Belohnung geleert haben. Ja, wir haben alle Fiolen aus der Kiste getrunken. Die Gilde kann eine solche Summe jedoch nicht begleichen, daher werde ich das Geheimnis meiner letzten und effektivsten Verteidigung mit dir teilen. Schamloses Weinen. Und ich rede hier nicht nur von ein paar Tränchen. Ich möchte, dass du direkt zu diesen tyrannischen Händlern hinläufst und dir die Augen ausheulst. Diese Gilde hat sie doch nicht mehr alle, Alter. Das ist doch einfach super bad, Mann. Ach du liebe Güte. Hier geht es ab. Alle zeigen sie auf mich. Thaumaturge, was für eine Gilde betreibt ihr da eigentlich? Plündert ihr immer einfach die Waren anständiger Bürger, wenn euch der Sinn danach steht? Da kann ich nur mit einer einzigen Sache reagieren. Und zwar mit weinen. Und
So war das doch nicht. Oh je. Ich bin noch gar nicht wütend auf dich. Ich habe nur ein Problem mit den ätherischen Brüdern. Mit den Äthergierigen. Mit den ätherischen Brüdern, Alter. Mit den ätherischen Brüdern und ihren Ölen, Alter. Mann. Mit den äthergierigen Brüdern. Sag ihnen, dass ich ihnen das nächste Mal ihr gewissenloses Fell über die Ohren ziehen werde. Hey, du äthersaufender Schurke, wo sind die Gilde, die du mir schuldest? Die sind in meinen Tränen versteckt. Na gut, Junge, ich weiß ja, dass du es warst, der diese Amal-Jabba-Bahn für uns erledigt hat. Ich werde dieses eine Mal darüber hinwegsehen, dir zuliebe. Du solltest dich schämen. Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass man einen Händler, dass man bei einem Händler seine Wahl... Nun, du musst doch nicht wegen ein paar Fiolen Äther weinen, Junge. Ich sag dir was. Du hörst mir zuliebe auf zu weinen und ich begleiche den Verlust aus meiner eigenen Tasche. Na bitte, war doch ganz einfach. Warum alle immer so eine Dramatik darum machen, ist halt unverständlich für mich. So, Kokobesi, das nächste Mal kannst du einfach alleine zu deinem Ding hingehen. Eine meisterhafte Vorstellung, Musi. Das Geschluchze kam echt glaubhaft rüber. Du wirst jedoch auf Feinde treffen, die von solch kläglichem Gejammer ganz unbeeindruckt bleiben. Betrachte zum Beispiel mal diese jüngste Anfrage, die zu deiner Prüfung auserkoren wurde. Eine Gruppe von Gelehrten hat uns darum gebeten, dass wir ein verfluchtes Relikt namens Mormus Urne zerstören, das sie in ihrer Ausgrabungsstätte zutage gefördert haben. Nun, Keramik ist offensichtlich immun gegen Tränen, aber meine Sorge gilt den Alakran-Dieben, die die Urne gestohlen haben. Die Alakran sind eine Bande Krimineller, die nicht gerade für ihr freundliches und verständnisvolles Gemüt bekannt sind. Anstatt es mit einer ganzen Bande von Dieben aufzunehmen, solltest du die Gefahr bannen, indem du einen Schlafzauber einsetzt. Die Alakran sind südöstlich, von Knochenbleich gesichtet. Finde sie und zerstöre die Urne, die sie bei sich tragen. Okay, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ist denn mein Chauffeur noch anwesend? Dann können wir da nämlich einfach direkt hindüsen. Und dann geht's los. Dann geht es los. Wo müssen wir überhaupt hin? Es ist halt echt ziemlich weit weg, Mann. Wir müssen halt von hier nach hier, nach hier, nach hier und so. Das ist ein Weg, Mann. Das ist ein Weg. Aber ich kann einfach nach hier düsen, ne? Ah, nee, da kann ich nämlich nicht hin. Hahaha. Dann nach hier? Das macht, glaube ich, Sinn. Mein Chauffeur ist leider die ganze Zeit am Tanzen hier. Keine Lust, mich zu fahren. Aber das ist okay. Sie ist der Grund, dass ich es hier einfach in 3 Stunden oder so hingeschafft habe, Mann. Das ist halt voll edel. Voll nett. Okay. Kann ich dich um Gefallen bitten? Fragen, wie man einen Linienschocker benutzen kann? Nee, okay. Dann hat sich das ja auch erledigt. Ah, guck mal. Hier. Sieht man das auch nochmal. Wie ich in einem Final Fantasy 15 Auto sitze, Mann. Für alle, die das Final Fantasy 15 Let's Play vermissen... Das hier ist die Continuation, Alter. Mit 2 Bunny Girls im Auto macht sich der Chris auf durch die Weiten von Eorzea und versucht irgendwie die Welt zu retten anscheinend. Ehre an den Chauffeur. Hashtag Chauffeur loben. Kann man schon mal machen, finde ich. Das ist, wenn das nicht mal freundlich von uns ist, dann weiß ich es doch auch nicht. Gott verdammt. Ja, wir müssen eigentlich theoretisch immer nur dieser Straße hier folgen. Dann sind wir bald da.
Das ist halt voll cool, Mann. Ist viel besser als der letzte Part, den ich aufgenommen habe. Dass wir mit diesem Auto hier durch die Gegend fahren. Mega gut. Offroad Regalia. Umfahren einfach die Jäger, weil es uns einfach egal ist. Umfahren die Speerwerfer, weil es uns einfach egal ist. Und hier ist der Chill-Ort. Help! Help! Danke. Los geht's. Ah, das ist ja doof. Muss ich aus der Gruppe wieder raus. Okay, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Doch, eigentlich war das so geplant, dass das alles klappt. Los geht's. So, wir haben doch... Hier haben wir Schlaf. Okay, pass auf. So. Oh, bist du doof? Warum haust du ihn, Alter? Was ist dein Problem? Okay, sehr gut. Kommt er noch dran? Okay. Passt schon. Oh, du blöde Fickbratze, Alter. Jetzt hört doch auf, mich alle anzugreifen. Das ist nicht legal, Mann. Das ist nicht legal. Vor allem sterbe ich jetzt einfach. Mega gut. Mega gut. So musste das laufen. Nur weil er den einen fucking Typen angegriffen hat, anstatt einfach durchzulaufen. So, nochmal. Ja, normal einfach. Was ist das für eine Frage? Als ob wir auf einfach spielen würden oder sehr einfach. So nötig haben wir es ja nun auch nicht. So, zuallererst. Okay, sehr gut. Das war auch gar nicht so schwer. Warum war das eben so fucking anstrengend, Mann? So aus dem Nichts heraus. Einfach so. Schaffst es nicht, Bitch. Du nicht. So, okay, los geht's. Geht doch. Musi, einen Moment bitte. Erlaube mir, diese Uhre zu zerstören. Diese Urne zu zerstören. Ich dachte, meine Brüder würden mich endlich ernst nehmen, wenn ich dich bei deiner Aufgabe unterstütze. Daher bin ich dir gefolgt. Was haben wir denn hier? Ein paar neugierige Sandhäschen, denen wir die Haut abziehen werden. Oh, gute Götter, wo sind die denn hergekommen? Ich glaube, zuerst sollten wir den Druiden angreifen. Das habe ich zumindest in meiner Kampfeslehre gelernt. Würde ich zumindest gerne, wenn ich nicht die ganze Zeit unterbrochen werden würde. Ja, so. Nochmal. Und... Das gibt's doch nicht. So, okay, den werden wir los. Erfolgreich wohlgemerkt.
So, den werden wir auch los. Fehlt noch der Dude hier und dann ist Feierabend. Langsam ist aber gut hier, Alter. Okay, und... Geht doch. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Der muss auch noch mit. Es kommt einfach gleich das ganze Dorf auf mich zu hier. Gebe ich dir halt ein bisschen Damage over Time für 15 Sekunden, damit du deine blöde Fresse endlich mal hältst, so. Nicht? Okay. So, haben wir's? Huiuiui. Das war einfach unglaublich, Musi. Ich wünschte, ich würde auch über diese Macht verfügen. Ich habe mich der Alchemie zugewandt, in der Hoffnung, eine Art Mana-verstärkendes Elixier zu erschaffen, aber all meine Bemühungen waren vergebens. Die Auswirkungen sind viel zu gering, um einen Unterschied zu machen. Auf diese Weise werde ich nie ein Taumaturg wie meine Brüder. Ich werde immer das bedauerliche, machtlose Brüderchen sein. Ist das nicht Momos Urne? Wenn ich sie zerstöre, sehen meine Brüder vielleicht endlich, wozu ich fähig bin. Warte. Wage es nicht, meine Urne zu zerbrechen. Was zur? Hat dieses Stück Porzellan gerade gesprochen? Bist du Momo, die Nichtsgesandte? Hehe, nun ja, ich bin Momo. Aber ich bin eine der netten Nichtsgesandten. Es waren die Bösen, die mich hier drin eingesperrt haben, weil ich einem Sterblichen half. Wenn du so freundlich wärst, den Deckel der Urne zu öffnen, erfülle ich dir gerne einen Wunsch. Alles, was du willst. Reichtum, Ruhm. Ich habe kein Interesse an Ruhm oder Reichtum, aber vielleicht gäbe es etwas. Ich möchte über die gleiche ätherische Macht wie meine Brüder verfügen. Hehe, Macht also, wie? Ein vollkommen verständlicher Wunsch. Genau genommen spüre ich diese Fähigkeit tief in deinem Geist schlummern. Es wird ein leichtes sein, sie in dir zu entfesseln. Was gibt es da noch zu überlegen? Öffne den Deckel! Nun, wirklich anders fühle ich mich nicht wirklich. Ich fürchte, Momo hat gelogen. Komm, Musi. Es ist Zeit, hier zu verschwinden. Oh, wir hätten diese Urne zerbrechen sollen, nicht? Das wäre erledigt. Ach ja, das wird ein Spaß, ey. Ich meine, ich freue mich auf meine Heimkehr nach all dieser Aufregung. Oh, snap. Oh, snippy, snappy, snappy, snap, snap, Mann. Happy, dappy, snappy, snap. Oh mein Gott. Lance Flair Batman. Los geht's. Oh, ich sehe, die beiden haben viel Spaß.
Okay, weiter geht's. Ah ne, ich kann nicht mitfahren, weil ich erst noch in die Gruppe mit rein muss. Whee! Ich verlange eine Gruppeneinladung. Danke. So. Ah, warte, so, so. Und los geht's. Chauffieren Sie mich bitte einmal nach Hause. Ich glaube, tatsächlich wird es schneller gehen, wenn wir uns einfach warpen. Als wenn wir jetzt mit dem Auto da zurückdungeln, aber... Ist schon okay, ist schon okay. Wir fahren einfach mit dem Auto in den Sonnenuntergang, als ob das nicht mega romantisch ist, Mann. Was würde man sich schon mehr wünschen, als mit zwei Bunny Girls in einem Auto in den Sonnenuntergang zu fahren? Besser wären noch Cat Girls, aber man kann ja nun auch nicht alles haben, ne? Manchmal muss man sich einfach mit dem zufrieden geben, was man hat. Ich will einfach vor diesen riesigen Ameisen davonfahren, Mann. Sehr gruselig. Sehr gruselig. Ich sehe gerade, lohnt sich das Game eigentlich auch noch im Jahr 2020? Tut es? Und ihr könnt es kostenlos bis Level 35 spielen. Ich kann dieses Mantra nur nochmal wiederholen. Bis Level 35 ist es komplett kostenlos. Und ihr könnt gucken, ob es sich lohnt. Dude, ich wäre fast schon wieder gestorben, weil wir mit dem Auto irgendwelche Stunts machen, die wir nicht machen sollten. Möchte ich nur mal so anmerken. By the way, CSX Gaming, danke, danke, danke für 2 Monate Sub. So funktioniert Autofahren nicht. Ja, ich möchte auch nochmal anmerken, man kann nicht einfach so eine Klippe runterfahren. That's not how this works. Das macht ganz doll Schaden und macht ganz viel kaputt und... Not good, not good, okay? Lasst es mich noch einmal sagen. Not so good, okay? Oh nein, wir haben ein Lala-Fell überfahren. Aber er stand auch auf der Straße, wir konnten nichts tun. Wir haben alles versucht, um davon zu kommen. Es hat nicht geklappt. Ein F in den Chat und in die Kommentare für den Lala, bitte. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Pay respects und so. Und wieder bin ich an dem fucking Eteriten vorbeigelaufen. Wo ist hier einer? Da ist einer. Da gehen wir jetzt hin. Ich warte mich da jetzt hin. Ich habe mich nicht mit dem Ding in nichts verbinden lassen, damit ich jetzt die ganze Zeit selber dahin laufe. Daher wichtig für zukünftige Autofahrer immer Augen auf den Verkehr. Eteritennetz, Thaumaturgengilde. Thaumaturgengilde, nicht Tama. Tamago-Gilde. So, meine Freundesfreunde der Freundinnen, los geht's. Es wird Zeit, dass ich meine Quest hier abgebe. Willkommen zurück, Musi. Es freut mich, dass es dir zur Gewohnheit gemacht wurde, nicht zu sterben. Bevor wir über deine Prüfung sprechen, möchte ich dich jedoch etwas über Kokobusi fragen. Als ich ihn eben gesehen habe, erschien er mir irgendwie seltsam. Nun, seltsamer als sonst. Weißt du etwas darüber? Er hat mich bei der Prüfung unterstützt. Was? Busi war bei deiner Prüfung dabei? Es ist außerordentlich gefährlich und dumm, sich in die Ausbildung eines Thaumaturgen einzumischen. Ich werde ihm gehörig den Marsch blasen müssen. Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen, bin ich beeindruckt von deinem Sieg. Im Angesicht dieser unerwarteten Entwicklung, die Lehren des gähnenden Abgrunds haben dir offensichtlich gut getan. Mit deiner Erfahrung und der Kontrolle, die du bewiesen hast, denke ich, dass du bereit bist, deinem Repertoire einen neuen Spruch hinzuzufügen. Kollaps. Diese elementarneutrale Detonation ist effektiv gegen allerlei Arten von Gegnern.
Ich bin mir sicher, du kannst es kaum erwarten, die Wirkungskraft dieser Zauberformel zu testen. Daher werde ich dich nun wieder mit deinem Training überlassen. Ich habe jetzt schon Mitleid mit der nächsten Kreatur, die sich dir in den Weg stellt. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nehme ich doch das hier. Das scheint am effektivsten zu sein. Am effektivsten. Nice. Da kollabieren wir doch einfach direkt mal zusammen. Kann ich das eigentlich direkt ausrüsten? Nice. Gut. Dann würde ich mich einfach mal aufmachen und zur nächsten Hauptquest weiterlaufen. Und von da aus rocken wir dann das Haus. Man kann einen Regenschirm haben. Das ist ja voll cool. Aber das machen wir über den Ätheriten, damit ich hier die ganze Zeit hinlaufen muss, wenn das die ganze Zeit immer dasselbe ist, wo ich hinrenne. So, Kammer der Regentschaft. Das ist bestimmt das, wo ich hin muss. Das klingt ziemlich wichtig, sage ich mal so. Ist auf jeden Fall näher dran als vorher. So. Wir sind hier richtig eigentlich. Ich muss nur da um die Ecke. Eieiei. Nicht in die Ecke glitschen, bitte. Gott, ich mag dieses Spiel. Die Atmosphäre ist voll angenehm. Es gibt eine Kefka-Puppe. Oh mein Gott, die ist voll gruselig, Alter. Wollte ich nur mal so anmerken. Warte, nee, hier bin ich... Doch, nee, hier bin ich nicht richtig. Ich muss nach hier. Zeit für die letzten Vorbereitungen. So, Ovüne, los geht's. Dass ein Abenteurer zu einem Bankett der Sultana geladen wird, geschieht zum allerersten Mal in der Geschichte Uldars. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Dir obliegt nun, es zu beweisen, dass dir diese Ehre wirklich gebührt. Bereite dich angemessen auf dein Treffen mit der Sultana vor. Es gibt eine feste Etikette, die jeder Teilnehmer des Banketts einzuhalten hat. Du solltest vermutlich besser mit jemandem darüber sprechen, der nicht den ganzen Tag die Kerben aus seinen Klingen schleift. Mit Momodi hast du ja bereits Bekanntschaft gemacht. Sie scheint mir genau die richtige Ansprechpartnerin für höfische Angelegenheiten zu sein. Gut, nachdem Ovüne uns gesagt hat, dass wir mit Momodai sprechen sollen, machen wir das doch einfach mal. Sehe gerade, wie lange streame ich noch. Bis wir unseren Luftschiffpass haben. Und es dauert noch weniger als eine Stunde auf jeden Fall. Daher machen wir uns nun auf zu Momodai, fragen, was die Sultana denn so von uns erwartet. Und dann ist alles cool. Gehen wir zum Eteritenplatz. Ich glaube, das ist das nächste. Ohne Teleport sehe ich da? Nein, mit Teleport. Teleport all day, everywhere, everywhere we go. Ach shit, es hätte die Abenteurergilde sein müssen. Na, was soll's. Die 5 Meter können wir jetzt auch laufen. Ist auf jeden Fall näher dran als alles andere. Siehst du, ist direkt da vorne. Alles ist gut. Wir haben das, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Petalm V, guter Name. Hey Musi, ich habe fantastische Neuigkeiten schon vernommen. Ich habe die fantastischen Neuigkeiten schon vernommen. Die Sultana hat dich direkt zu einem Bankett eingeladen, stimmt's?
Das ist wirklich großartig. Du bist in Windeseile zu einem unserer besten Männer geworden. Die Tradition will es, dass jeder Gast des höfischen Banketts sich mit einem Gegenstand schmückt, den die Sultansfamilie eigens für diesen Anlass anfertigen lässt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Attentäter unter die Beteiligten mischen. Die Schmuckstücke werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Goldschmiede gefertigt. Du solltest dich also schleunigst mit der Gildenmeisterin Serendipity in Verbindung setzen. Komm noch einmal zu mir, wenn du dein Geschenk erhalten hast. Dann erkläre ich dir, worauf du beim Bankett noch alles achten musst. Wenn ich es dir jetzt schon sage, hast du den Großteil bestimmt wieder vergessen. Okay, let's go. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Okay, damit kann ich was anfangen. Hoffe ich.